Hallo YouTube, willkommen zum nächsten Teil Dexter. Gerade eben war ich im letzten Teil in der Fischfabrik und habe da auch wirklich alle Wanzen weggeklatscht. Ich kann es nochmal zeigen. Ich habe wirklich jede einzelne Wanze bekommen und auch die meisten Kugeln, nur ein paar haben verpasst durch Dummheit. Vielleicht auch ein, zwei in Secret. Ist aber halb so wild und jetzt hat uns Osmos Sohn wieder angehauen und wir haben jetzt wieder eine coole Traum- oder Fantasiemissionen oder in einer anderen Dimension und wir teleportieren uns ja einfach auf einmal auf jeden Fall hier durch so ein Portal durch und mal gucken, was uns hier erwartet mit Osmos Sohn. Wir sind auf jeden Fall hier in so einer freshen Werkstatt von ihm. Das scheint ja sehr interessant zu sein. Aber, hallo? Ah, hier geht's raus. Mal gucken, was wir hier machen müssen. Okay, mein haariger Freund, wir müssen die Wanzen platt machen. Vernehmen Sie und ich jag sie hoch. Oh ja, yeah, mit Thermaldetonatoren oder was auch immer das ist. Es ist wie im Windtal, halt bloß woanders. Okay. Erstmal holen wir uns hier den Trank. Da wollen wir auch nichts und versucht lassen, das ganze Zeug zu bekommen. Smaragdinsel. Oh, 50 Kugeln gibt es ja auch. Aber da gibt es auf jeden Fall was mitzunehmen. Ja, erstmal fahren wir raus. Oh ja. Okay, wir können auf jeden Fall auch springen, ganz normal, wie mit Betsy. So. Wie kriegen wir die jetzt? Ich muss neben die, hä? Was ist das denn? Viel Zeitlimit habe ich aber nicht. Okay, jetzt habe ich einmal erstmal getroffen. Fahr neben die Viecher, Mann! Nein, oh, jetzt bin ich in den Wasserfall rein. Okay, also ich muss hier auf jeden Fall mich ein bisschen besser hier anstellen. Das geht auf jeden Fall nicht klar, wie ich gerade hier reingeschissen habe. So. Neben die Viecher, gar nicht so einfach. Ich muss den dann wieder wie den Schwarmkönigen den Weg abschneiden. Digga, wo geht denn der lang? Junge. Was ist mit dem? Es kommt jetzt schwierig, denen neben die Viecher zu gehen. Aber auf einmal getroffen. Die Precursor-Kugeln können wir öffentlich einsammeln, nachdem wir hier uns um den Typen gesammelt gekümmert haben. Fahr neben die Viecher, Mann! Ich war sowas von. Hä? Ich war sowas von drauf die ganze Zeit, war halt unter Wasser, deswegen, aber. Ich weiß nicht, ob es nochmal einen Timer gibt, der hier nicht angezeigt wird, oder ob, ich mir einfach verkackt habe, wenn ich zu lange nicht bei ihm bin. Ist ja komplett komisch, ich muss neben ihn. Okay. Ah, das kriegen wir schon hin. Na komm schon, jetzt haben wir dich. So. Jetzt aber. Okay, also die Mission ist jetzt deutlich angenehmer. Ja, okay. Wir kriegen es hin. Ditbox ist relativ dankbar. Geht jetzt wieder hier hoch.
Na, komm schon. Und er ist wieder unten. Und noch einmal, mein Freund. Noch ein einziges Mal. Und schön durch die Kugeln durch. Das ist auch gut. Oh yeah. Krass, Mann, das war 1A radikal. Papst meinte, du sollst zurück zur Baustelle. Da geht wohl was voll Schräges ab. Ja, okay. Weiß nicht, ob wir über Com geredet haben, obwohl er direkt neben mir sitzt. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal hier noch ein paar Kugeln nach dem Kampf hier. So, wo sind die ganzen Precursor-Kugeln? Ah, einmal hoch. Hier rüber. Aber man kann ja ganz nach oben hin. Was ist das denn? Zack, einmal rüber. 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 Oh nein. Oh. Das war's nicht. So. Hier kann man ja auch noch runter. Was ist denn das hier? Das ist ja ein richtiges Secret. Darf man mal nicht runterfallen. Hier sind also die ganzen Kugeln noch. Interesting. Hätte der auch hier lang fliegen können, wenn wir länger gebraucht hätten? Sehr verdammt cool gewesen. Egal. Ah. Und hier sind also die ganzen Precursor-Kugeln gewesen. Und so kommt man auch hier nach hinten. Ja, okay, also jetzt haben wir doch noch eine Menge bekommen. Versuchen nur die drei hier vorne nach oben zu bekommen. Wenn die uns hier schon so anlächeln, direkt hier bei dem Pfad. Und dann haben wir auch hier das meiste. Auf jeden Fall super nice. So. Okay, die sind jetzt hier ganz links bei dem Wasserfall. Ja, das müsste doch hier gewesen sein. Ja, Wolski. So. Und wieder hoch. So, ich bin jetzt wieder aus dem Level hier auf der Smaragdinsel wieder in die Hauptwelt durchs Portal gekommen. Und jetzt machen wir mal direkt weiter mit der Baustelle. Ich denke, das hänge ich jetzt erstmal direkt hier noch mit ran, weil so lange ging das wirklich nicht mit der Smaragdinsel. Dann eine eigene Folge draus zu machen, macht für mich relativ wenig Sinn. Deswegen gucken wir mal, ob wir hier in der Baustelle noch einiges haben. Ihr seht nur gerade, Smaragdinsel, wir haben wirklich eine Menge hier auch noch gefunden. Da können wir auch gleich die ganzen Traumlevel, wenn wir nochmal zurück zu Osmo kommen, spielen. Und durch diesen Lift jetzt wieder in der Hauptstadt gelandet. Und können entspannt zurück. Na, wo ist denn das? Zur Baustelle fahren. So. Könnten auch kurz Osmos Laden abchecken. Ja, ich glaube, wir machen das einfach so. Genau, das ist perfekt. Die Folge wird, glaube ich, zu lang, wenn wir einfach direkt jetzt die Baustelle machen. Und zu kurz, wenn wir nur uns jetzt hier kurz um die Smaragdinsel gekümmert haben. Bedeutet einfach, wir tanken jetzt hier die Traumlevel noch hinten dran. Und so machen wir das Ganze ein bisschen besser abgerundet. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Also mache ich das auch so. Wir haben nämlich jetzt hier Cowboy noch, oder was auch immer das ist, und Street Ninja mäßig 2. Wir können mal kurz gucken, 473 haben wir jetzt. Das letzte Traumlevel kriegen wir dann auch noch irgendwann hin. Lass aber nicht mehr in dieser Folge. Ah ja, nicht Cowboy, Indiana Jones, sorry. Indiana Jones Traumlevel. So, wir können hin und her zwischen drei Punkten. Und wir müssen... Ja, das ist cool gemacht. Hier, Spinnen und Schlangen.
müssten wir hier besiegen. Denn Indiana Dexter hasst genau wie Indiana Jones auch Spinnen und Schlangen. Gut, ich glaube, die meisten würden das nicht so mögen, wenn sie in irgendeinem Grab rumgammeln würden. Okay, das ist irgendwie ein bisschen schwerfällig. Zack. Und wir müssen ja auch an diesen fetten Dingen ausweichen. Ihr seht gerade oben, der Schatz ist nur eine Precursor-Kugel. Also für eine Precursor-Kugel würde ich ja nicht meinen Arsch riskieren gegen diese ganzen Schlangen und rollenden Steine. Naja. Aber das Ganze ist ganz gut machbar. Ich glaube, das ist auch ein Level, was man relativ gut auf Gold hinbekommen könnte. Es sei denn wirklich, das wird hier wirklich deutlich, deutlich schwieriger bei den höheren Schwierigkeitsgraden. Oder Silber und Gold. So. Aber wir haben ja alle gut weggeklatscht. Let's go. Indiana Dexter hat das hier gut gemacht. Und was bekommen wir als Belohnung? Ich hasse Schlangen. Ja, ich hasse Schlangen. Das habe ich schon vorgewusst. Nochmal mehr Gesundheit. Das ist sehr, sehr gut. Kann man immer gebrauchen. Und ein nächstes Traumlevel wären wir für... Ja, genau. Das auch noch. Diesmal gegen einen richtigen Bossfight. Hat er schon einmal oder zweimal getroffen? Bam. Haben wir jetzt auch einmal getroffen? Oh nein. Okay, aber wir würden immer weil wir den richtigen ersten Teil hinbekommen haben. Boah, ich will mich echt mal konzentrieren. Bam. Gegen den Sensei. Ah, den kriegen wir noch hin, den Sensei. Auch wenn wir jetzt schon ein bisschen Schaden bekommen haben. Hä, ich habe X gedrückt. Nein, ich habe einmal. Ich habe dreimal 4 gedrückt. Oh, okay, jetzt muss ich mal echt. Echt konzentrieren. Vielleicht zeigt uns Dexter noch ein paar mehr Moves. Ne, haut ihn nur noch mal um. So. Was kann der denn? Der hat einfach Feuerspeien. Was ist los mit dem? Ich hoffe immer noch ein paar mehr Moves, außer ihn ganz normal auf den Boden zu legen. Mit seinem komischen Stock. Ey, bam. Okay, leider haben wir nicht mehr viel mehr Animationen, was ja schade ist. Aber egal. Wir ballen ihn trotzdem weg. Mit den paar Moves, die wir haben. Und dann machen wir auch gleich weiter. Bam, und gucken, was wir da für Tolles bekommen. Bam, 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 bam. Danach noch einmal, wir haben noch 3 Lebenspunkte, sieht gut aus. Den Boy kriegen wir geknackt. Bam, 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 bam. Vielleicht muss ich auch gar nicht so schnell machen. Aber ich habe schon ordentlich Zeit, das Ganze jetzt zu machen. Also nicht zu viel, aber das ist jetzt nicht das schwierigste Quicktime-Event. Damit auch den Confused-Sensei, Sensei Wu besiegt. Wow, war das verwirrend. Okay, neues Manöver. Jetzt habe ich gerade nicht gesehen. Genau. Gut. Dann gucken wir mal, was wir haben. Neues Manöver. Nee, ich habe jetzt gerade nicht gesehen, was wir bekommen haben. Deswegen spule ich mal kurz zurück. Na Quatsch. Drücke zweimal. Nee, nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Quatsch, so. Was ist denn das? Springe und drücke zweimal. Okay, so ein Bodenklatscher. Sehr interessant.
Okay, nach den beiden Trommeln war es das aber auch schon mit dem Video. Wir waren heute im Das Markt und haben die nächsten beiden Trommeln besiegt und geschafft für ein paar coole Moves. Erstmal mehr Leben und diesen geilen Bauchklatscher hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine Pussy-Wertung und ein Abo da für mehr Parts von Dexter, aber auch deutlich angesagteren, aktuelleren Spielen mache ich auch viele Guides zu, gerade für Spiele, die neu rauskommen, wenn ihr da was haben wollt. Überlegt vielleicht, meinen Kanal zu abonnieren. Da kommt in Zukunft auch noch das ein oder andere Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.